So. Zuerst will ich aber die Nebenquest-Ding da erledigen. Vor allem, ich weiß ja nicht mal, wo ich hinlaufen muss jetzt, oder? Warte mal. Ich brauche einen Schmied. Vielleicht den gleichen. Oder den Schmied weiter vorne, den wir mal getroffen haben. Aber du bist doch auch ein Schmied. Hallo, Scan. Willkommen zurück. Ich hoffe, Utner ist zufrieden mit der Rüstung. Oh, als Dank halte ich dir einen Commission-Slot offen, falls du je ein göttliches Objekt brauchst. Ja, brauche ich tatsächlich. Erklär nicht lang, mach. Ein göttliches Schild. Dafür brauchen wir eine Rune. Ernsthaft? Und was mache ich mit dem Schild dann? Merken wir uns die Rune? Wo war der Runenrabe? Wisst ihr das noch? Es gibt ja zwei Raben. Also einer, Hugin, Munin, glaube ich, war's. Der schmiedet uns ja die Fackeln und das ganze Zeug. Und der andere Rabe schmiedet uns die Runen. Wo war der zweite Rabe? Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Oder muss ich dafür zu Ulla rüber? Vor allem, was brauche ich für die Runen? Ich hoffe, wir haben uns das Symbol gemerkt. Gibt ja verschiedene Runen. Ach, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. War hier drüben ein Runenrabe? Nee, das war nicht der Runenrabe, oder? Hugin. Ah doch, Hugin ist für die Rune zuständig. Halt, diese brauchen wir. Dafür brauchen wir drei Feuersteine, eine Fackel und dich. Für dich brauchen wir einen Stein und einen Knochen. Knochen haben wir. Okay, wir brauchen Feuersteine, Stein und Fackel. Für die Fackel brauchten wir auch Feuersteine, glaube ich. Und die Tannenzapfen. Dann lasst uns auf die Suche machen. Stein, Feuer... Brauchen wir eine Feder? Ich weiß es nicht. Ich nehme eine Feder mit. Noch eine Feder. Ja. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen. Stein und Feuerstein. Dass wir eine Fackel machen können. Ach Mensch. Feuerstein, das ist schön. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Stecken brauchen. Ich nehme ihn einfach mit zur Sicherheit. So. Hier sind Tannenzapfen. Ich crafte die Fackel aber oben bei Astrid und nicht bei Munin. Weil ihr wisst ja, wo ich hingehen müsste für Munin. Und da gehen wir nicht mehr freiwillig hin zu dieser bösen Brücke. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will nicht sterben. Nein. Ich gehe mal zum Schrein. Sicher, sicher. Sicher ist sicher. Clifftoft. Einmal heilen. Dankeschön. So. Hallo Astrid. Was brauchen wir für die Fackel? Haben wir alles. Gut, wir haben eine Fackel. Haben wir jetzt genug? Einen Knochen haben wir. Einen Tannenzapfen brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich muss nämlich Platz im Inventar schaffen. Feuersteine habe ich jetzt zu wenige. Drei, oder? Das sind zu wenig. Und wir brauchen noch einen normalen Stein.
Hier liegt sicher irgendwo ein Stein rum, oder? War nicht immer bei Astrid hier wo einer? Nein? Nein? Okay, dann nicht. Schade. Wir brauchen noch einen stinknormalen Stein. Liegt das sicher hier irgendwo ein Stein rum? Ein Feuerstein? Hey, geh weg. Hast du einen Stein für mich? Den Stecken nehme ich jetzt auch mit. Hier gibt es doch sicher irgendwo normale Steine. Da unten. Stein. Ich hätte den Stecken nicht nehmen sollen, stimmt? Ja, ich hätte den Stecken nicht. Die Wolkenbeere haue ich jetzt aber auch weg. So, wir haben den Stein. Ein Stein und Feuersteine, oder? Das sollte passen, glaube ich. Jetzt haben wir alles. Gucken wir mal. Geh weg. Dankeschön. So. Da hoch. Und darüber. Einmal heilen. Sicher ist sicher. Alles klar, Zaubi. Bis gleich. Also, wir brauchen eine Leerrune. Genau, dass wir die craften können. Sehr gut. Und die brauchen wir jetzt für das göttliche Objekt. Und da bin ich gespannt, was wir bekommen. Entweder ich tippe darauf, entweder was für Lorelei, für den Gesang, oder für den Nebel. Weil wenn wir etwas gegen diesen Nebel haben, dann haben wir viel Neues zu erkunden. Ich bin gespannt. Aber gut, dass ich die Rüstung nochmal geholt habe, weil die war ja essentiell für diese Quest. So. Auf geht's! Schmiede uns ein göttliches Objekt. Was auch immer das sein wird. Wir nehmen es. Hallo, Scan. Also, im Endeffekt... Es ist immer das gleiche Schild. Ich kann dreimal das gleiche Schild auswählen. Was sind jetzt die göttlichen Objekte? Sie funktionieren mit Runen und Magie. Sind Nachbildungen der göttlichen Waffen. Okay. Und was kann ich jetzt mit dir machen? Oh. Damit kann ich jetzt tatsächlich den Nebel vertreiben, offenbar. Wenn das stimmt, ist es geil. Auf den Weg runter zu den antiken Kampffeldern, glaube ich, hatten wir dieses Nebelfeld, das uns getötet hat. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Och, geh weg. So. Das heißt, wir gehen hier runter. Das ist eine Feder. Ich habe gedacht, das ist ein Feuerstein. Ups. WB-Taube, das ging jetzt flott. Oder? Da, genau, da ist der Nebel, der dürfte uns jetzt nichts mehr machen, oder wie? Tatsache. Er schadet uns nicht mehr. Das können wir hier erkunden.
Nice. Wir können uns in den Nebelfeldern bewegen, wo nicht mal die Götter hinsehen. Aber ein bisschen Schaden tut er ja doch. Ah! Ist das Schild jetzt eine Dauerwaffe wie der Laser? Oder muss ich das jetzt alles neu machen? Nee, ist eine Dauerwaffe. Alles gut. Alles gut. Darf ich da runter oder sterbe ich da auch? Jetzt ist es eh schon egal. Okay, da sterbe ich auch. Passt. Ja, das war jetzt ein bisschen viel Schaden. Ich weiß. Vor allem das Spiel ist eben so bösartig. Ich nenne es bewusst bösartig. Und lässt dich alle Items verlieren. Da oben sind Erze. Ist hier drüben noch was? Nee. Okay, in diesem Nebelfeld ist also nichts von Interesse, sage ich mal. Außer ein Haufen Knochen. Ich nehme aus Prinzip einen Knochen mit. Aber unten auf den antiken Kampffeldern war ja auch noch recht viel Nebel. So. Jetzt kann ich eigentlich wieder sammeln anfangen. Ja, es ist halt wie früher. Geschenkt wird einem mit diesem Spiel nicht so gesehen. Es ist mal was anderes. War da unten ein Schrein? Ich hoffe es zumindest. Ich weiß es nicht mehr. Nee, bei dir war kein Schrein, Tatsache. Aber da oben. Da war ein Schrein. Dankeschön. Gut. Jetzt können wir die ganzen Nebelfelder erkunden. Theoretisch müsste ich jetzt sogar bis zum Anfang zurücklaufen. Weil auf der ersten Insel, also im ersten Bereich hatten wir auch schon Nebel. Ich hoffe mal nicht, dass uns das Spiel da zurücklaufen lässt. Was liegt da? Feder. Okay. Magische Essenz. Da geht's bergab. Was gibt's hier noch? Oh, hier brauche ich wieder eine Brücke. Mit Leinen und wieder diesen Essenzding. Ja, da, hallo. Wo kommt ihr her? Hui. Dafür brauche ich wieder die Blaubeeren. Blaubeeren und Wolkenbeeren haben wir gesagt. Die magischen Essenzen habe ich. Warum ist es so finster auf einmal? Wolkenbeeren brauche ich noch mehr. Und das Leinen muss ich mir bei den Wagern ansehen, was wir da brauchen. Vielleicht sollte ich zuerst bei den Wagern craften und dann erst bei Munin. Und auf dem Weg dorthin gibt es bestimmt auch genug. Genau, Wolkenbeeren. Dankeschön. Ich glaube, für das Leinen brauchten wir Flachs. Was brauchten wir noch? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir gucken. Von der Logik her hätte ich jetzt gesagt Baumwolle. Aber meine Logik ist nicht. Ist sehr selten die Spiellogik, sagen wir so. Da hoch ging's. Flachs. Noch mehr Flachs. Einmal ein Schrein. So. Gucken wir mal, was die von uns wollen.
Hier sind ja auch Nebel, genau. Warte mal. Hier ist ja noch mehr Nebel. Das sind gefährliche Pfade da hinten, ich sehe es schon. Die gehe ich jetzt bewusst noch nicht. Blaubeeren kann man auch immer brauchen. Zu Astrid ging es hier lang, glaube ich. Balkan-Camp, genau. Astrid! Unser Wassereimer, wie geht's dir? Nein, wir brauchen nicht das, das da brauchen wir. Genau, Flachs und Baumwolle. Sehr gut, dankeschön. Dann holen wir jetzt bei Moonin noch die Farbe. Ich nenne es einfach Farbe, keine Ahnung. Und dann öffnen wir das Tor. Ich will nämlich nicht durch diese Nebelfelder hier gehen und Gefahr laufen zu sterben, wenn wir hier gerade die ganzen Items haben für die Brücke. Darum meide ich das Nebelfeld jetzt noch. Oh, ups. Hier geht's lang. Und dann gucken wir, wo uns der Weg hinführt. Auf geht's, auf geht's. Diesen Schrein hier kann ich, glaube ich, jetzt mal überspringen. Wir sollten schnell genug oben sein bei dem anderen. Sofern wir jetzt in keinen Pilz oder so treten. Sonst wird es kritisch. Genau. Dann dieser Schrein. Dann bei Moonin noch die Farbe craften. Und wir können die Brücke bilden. Genau, einmal Farbe, dankeschön. Und weiter geht's. So, jetzt sind hier auch diese Viecher gespawnt. Wo ist die Brücke? Ich sehe gerade nichts mehr. Und ich krieg gerade die ganze Zeit Schaden. Wovon? Hier ist sie. Geh weg, lass mich in Ruhe. Feder, schön. Magische Essenzen. Wow. Hi guys. Noch ein magische Essenzen. Ich hänge hier fest. Warum ist es hier so dunkel? Und warum ist hier nirgends ein Schrein? Mir gefällt hier nicht. Mir gefällt hier ganz und gar nicht, Leute. So, hier geht es in den Abgrund. Darf ich da runtergehen? Nein, darf ich nicht. Okay, das heißt, das Eckchen hier drüben ist tatsächlich nur zum Farmen gedacht, oder wie? Ich farme jetzt bis zum Tod. Ich habe jetzt gerade nichts Wichtiges bei mir. Oh, was brauchen wir hier? Ein göttliches Opfer, eine Fackel und Federn. Okay. Fackel und göttliches Opfer und Federn. So, wir sind gleich tot. Das schaffen wir nämlich nicht mehr bis zum Schrein. Das kann ich euch gleich sagen. Oder? Oh mein Gott, wir haben es noch geschafft. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oha. So. Federn. Haben wir eine, bekommen wir aber easy.
Totem und Fackel. Was brauchen wir für Totem und Fackel nochmal? Hey Munin, hilf mir mal kurz aus. Fackel brauchen wir Baumwolle und Stecken. Und Knochen noch. Baumwolle, Stecken und Knochen. Und Federn. Stecken haben wir. Baumwolle, Knochen und Federn. Und zur Sicherheit noch ein Stecken. Baumwolle gab es, glaube ich, eh hier einiges. Knochen waren in den unteren Nebelfeldern, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Knochen und Federn noch. Knochen und Federn. So. Einmal heilen. Kari im Game, mich mit dem Schokobon. Das letzte Schokobon in der Kiste. Ich habe vergessen, die Packung aufzumachen. Aber ich habe eine Packung neben mir liegen. Also keine Sorge, ich bin bestens versorgt. Und danke dafür, Zaubi. Dankeschön. Herrlich. Knochen und Federn. Also das sind jetzt die anderen Nebelfelder. Nicht die, die ich gedacht habe. Aber Knochen. Schön. Ah! Da ist ein Durchgang. Schön. Nee, die Schokobos liegen da, Zaubi. Ich habe sie nur nicht ausgepackt. Schönen Abend, Zelda. Ich habe gerade die Meldung gesehen, habe aber nichts gehört. Habt ihr was gehört? Lag das jetzt an meinen Kopfhörern oder lag das an euch? Es war ganz leise. Ja, das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Wenn ihr hier schon Bits rausballert für mich, dann gehört das auch ordentlich gemacht. Das geht mal gar nicht. Du willst einfach, dass ich Schande empfinde, oder Zaubi? Ja, okay, der Jumpscare ist laut. Nur warum ist das Hello There so leise? Wartet mal. Hello there. Hätte eigentlich auch die Lautstärke. Ich spiele das nochmal. Hello there. Nee, das hat tatsächlich nicht funktioniert. Also ich hab's nicht gehört vorhin bei dir, Zelda. Und du bist immer für Schande. Ja, ja, das war so klar. Das war so klar, Zaubi. Ich habe erst zwei Federn. Ey, wir haben noch so viele Federn gesehen vorhin. Eine Fackel habe ich jetzt noch nicht gecraftet, oder? Nee. Feder, Fackel und dieses Totem. Ja, du sagst es, Zelda. Vorhandenlag und technische Probleme. Geht Hand in Hand. So, ich habe eine Fackel. Und ein Totem. Kann ich jetzt auch. Jetzt brauche ich nur noch die Federn. Oder? Fackel, Totem, Federn haben wir gesagt. Bin selbst schon so verwirrt. Ich
bin gerade richtig verwirrt. Wo bin ich und was mache ich? Irgendwo finden wir schon Federn auf dem Weg dahin. Ah. Hattest du einen schönen Abend, Zelda? Freut mich nämlich, dass du schon wieder zu Hause bist und reinguckst. Hier gibt es bestimmt genug Federn, oder? Ah, warum laufe ich durch den Pilz, ey? Ah, Handy. Ja, Handy geht natürlich auch. Wo sind jetzt die ganzen Federn? Wir hatten vorhin so viele Federn. Ich sag's doch, es liegt... irgendwie an mir, die Items, die ich brauche, finde ich auf einmal nicht mehr. Von wo habe ich das jetzt dann nochmal gebraucht? Wo bin ich da hingelaufen? Ey Leute, ich bin gerade so lost, das ist nicht mehr schön. In welchem Nebelfeld war ich da? Nicht bei dem. So viel kann ich garantieren. Ich habe mich so auf die Items konzentriert, die ich brauche, dass ich vergessen habe, wofür ich sie eigentlich brauche. Upsi. Da unten ist die Lorelei. Da ist ein Ufer. So ein Sonnenstein. Aber wir brauchen ja nach wie vor Federn. Und da lagen ja ganz, ganz viele Federn rum. Wo auch immer ich da war. Wartet mal. Ah, ich muss Ilva übrigens da das göttliche Schild zeigen. Wer war nochmal Ilva? Wieso brauchst du 20 Meter Langkabel, Nulli? Ich meine, ich darf nicht reden, ich habe auch 20 Meter, aber warum? Feder! Stecken, ju, ich will eine Feder, kein Stecken. Das war ja nicht da drüben, haben wir gesagt. Das da drüben haben wir bereits geöffnet. Genau. Das war ja nur zum Sammeln. Wow! Geh weg! Hier drüben war es nur zum Sammeln. Oder? Wo war noch diese Tür? Ah, jetzt sind wir wieder im Dorf. Bin ich jetzt doof? Wo war die Tür nochmal? Ah, bereite das alles vor, dass du dich on cam präsentieren kannst, oder wie, Nulli? Mega. Aber ja, ist doof, wenn dir da ein paar Meter dann fehlen. Ist echt doof. Niemals.
Ja, nee, ist klar, Nulli. Ich war bei dem letzten Stream dabei. Ich weiß, was Dive gemacht hat. Bin ich jetzt... Warte. Nee, da ist sie. Kenner? Ja, natürlich nicht, Nulli. Eh klar. Das ist nur ein Mythos. Wer ist Ilva? Ah, du! Gut, die Quest haben wir erledigt. Ich habe jetzt aber nichts bekommen von ihr. Schade. Und jetzt ist echt die Frage, wo hatte ich dieses Tor? Hatte ich das doch da oben? Ah, da sind wieder diese blöden Dinger, die mich umbringen. War ich da oben? Ne, da haben wir ja gesagt, das ist ein Ringschluss. Da finden wir wieder hierher. Jetzt sind wir bei dir. Bei welchem Nebel war jetzt diese doofe Tür? Wisst ihr das noch? Ich weiß es gerade echt nicht mehr, nämlich. Hier war ja gar nichts, haben wir gesagt. Das war ja nur so zum Testen. Ich sollte mich mal heilen. War das oben beim Isan-Volk irgendwo? Nee. Oder? Feder. Hier gab's doch keinen Nebel. Chat, wie gut habt ihr aufgepasst bei dem Spiel? Wo war jetzt der Nebel mit der Tür, wofür ich jetzt eigentlich alles gesammelt habe? Ich habe mich gerade verlaufen. Weil da oben gab es ja keinen. Da haben wir das erledigt. Es war schon irgendwo unten bei den Wanga. Ist irgendwo in dieser Richtung? Diesen Nebel haben wir erkundet. Noch eine Feder. Ich werde das Feder paranoid. Jetzt sind wir auf dem alten Schlachtfeld. Genau. Jetzt sind wir wieder bei dir. Und hier irgendwo in einem Nebelfeld war das doch. Da bin ich mir sicher. Na, ihr wisst ja, was das bei mir heißt. Sicher heißt gar nichts. Genau, da oben ist nichts. Boah, ich habe so Angst, dass ich runterfall. Boah, oder von diesen Dingern getötet werd, dann heul ich. Aber bei diesem Nebelfeld war es nicht. Dann muss es bei einem anderen sein. Nur bei welchem? Da oben ist kein Nebelfeld. Ey, wie kann man sowas Essentielles in so kurzer Zeit vergessen?
Nee, hier ist auch kein Nebel. War das doch irgendwo oben bei dem Volk? Also bei Ullas, in Ullas Reich. Weil hier unten ist die Lorelei. Vor der halten wir uns ganz, ganz weit fern. Ich hab's ja gefunden gehabt. Nur wo ist es jetzt? Ui, Schande auf mein Haupt, Schande auf mein Haupt. Jetzt haben wir so brav Items gecraftet. Und ich weiß nicht wofür.